Vorwärts, Compadres. Los geht's. Was glauben Sie? Warum setzen so viele Menschen alles aufs Spiel, um unsere Grenze zu überqueren? Komm mit zu mir nach Hause. Ohne Green Card haben wir keine Chance. Ich brauche eine Aufenthaltserlaubnis und du auch. Ja, naja, ich arbeite dran. Mireia Sanchez, ich glaube, sie ist wieder geschnappt worden. Sie musste ihr kleines Kind allein zurücklassen. Wenn Sie versuchen, ihr zu helfen, gehen Sie ein sehr großes Risiko ein. Wenn es nicht der richtige Junge ist, dann komme ich wieder zurück. Ich habe da so einen Typen kennengelernt. Er lässt sich für uns was einfallen. Und wie hast du ihn dazu gekriegt? Ich entscheide darüber, ob ein Green Card-Antrag genehmigt wird oder nicht. Sie können mir eine Green Card besorgen? Ich erkläre dir mal, welche Möglichkeiten du hast. Ich habe nie verstanden, warum er zur Einwanderungs-Gestapo gegangen ist. Ich glaube, im tiefsten Inneren hat er das Gefühl, er gehört nicht dazu. Ausländerpolizei, aufmachen! Bist du Taslima Jahangir? Sie wollen ein 15-jähriges Mädchen ausweisen, das in dieses Land gekommen ist, als sie 3 Jahre alt war? Sie ist illegal hier. Wir können sie abschieben. Zeig ihm unsere Knarren. Du verlierst deine Unschuld, Kleine. Eine junge Frau ist ermordet worden. Sie hätte etwas Besseres in diesem Land verdient. In meinem Land, verstehst du? Sollten wir nicht versuchen, sie als Menschen zu verstehen? Als Väter und Brüder, Söhne und Onkel. Warst du heute mit ihm zusammen? Warst du heute bei ihm? Es ist ein Schmelztiegel. Jeder bringt seine eigene Kultur mit. Es vermischt sich alles. Crossing over.